So, da sind wir bei Watch Dogs. Weiter geht's. Bevor wir uns jetzt die nächste Kampagnenmission anschauen, würde ich sagen, gucken wir uns hier in dem Bereich erstmal noch ein bisschen um. Hier gibt es eine Apotheke unter anderem. Und scheinbar wissen die auch, wie man sich um uns zu kümmern hat. Ist hier groß auf dem Plakat, steht, ich bin mal gespannt. Und ansonsten gibt es sicherlich noch irgendwas Interessantes hier zu sehen. Jetzt gehen wir mal rein. Was kann ich da kaufen? Irgendwie Nasenspray oder so? Ein Haufen davon? Hey. Was geht ab? Medizin schön haben wir voll. Okay. Ich kann ja noch bedrohen, aber nee. Kein Problem. Lass mal keine Apotheke ausrauben. Das stand heute eigentlich nicht auf meiner To-Do-Liste, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber Motorrad fahren. Das sollte einfach mal ab jetzt auf meiner To-Do-Liste stehen. Warum auch nicht? Okay. Was zur Hölle? Die steuern sich wie ein Skilift. Also nicht so wirklich. Was? Okay, das ist komplett anders, als ich es mir vorgestellt habe. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Also habe ich die Straße verpasst. Ich da unten lang fahren. Da muss ich unten lang fahren, um direkt nach rechts rüber zu kommen. Denn hier, wie gesagt, hier gibt es noch einige Sachen, die. Alter, dieses Wort. Ey, da bist du selber schuld. Mal ganz ehrlich, mach halt deine Augen auf, wenn du über die Straße gehst. Hier gibt es auch noch das CTOS-System hier, das wir hacken können. Da können wir den Backdoor installieren. Und dann andere. Was ist. Meinst du mich? Hast du das? Was hast du für ein Problem? Ach, du kannst nicht lesen. Okay, das ist ein Problem. Hier an diesem Ding müssen wir eine Backdoor installieren. Ich weiß nicht so wirklich wie. Müssen wir das aus der Entfernung machen? Müssen wir da komplett hochgehen? Jemand hat gestern Nacht versucht, bei mir einzubrechen. Ich gehe mal in den Hinterhof ganz kurz. Oh, Verbrechen erkannt. Das ist direkt da drüben. Okay, weißt du was? Wir kommen gleich wieder dahin zurück. Da drüben passiert irgendwie Shit. Lass mal kurz schauen, was da abgeht. Vielleicht können wir diesmal irgendwas verhindern. Vielleicht stehe ich einfach mal nicht direkt neben den Gangster. Hallo? Ich guck nur. Mach ruhig weiter. Das klappt nicht so gut. Ich hier komplett außen rum renne, auch noch super Sache. Okay, 80 Meter. Ich versuche wirklich mal auf Entfernung zu bleiben. Bitte was? Okay. Interessant. Diese Schlussfolgerung. Ich würde schauen, ob wir mit der Cam was erkennen. Hier ist unser potenzielles Opfer. Und da drüben. Okay. Ich bin hier. Bei uns funktioniert die Gesichtserkennung auch nicht. Sehr gut. Schau mal an, wer sich ranpirscht, Mann. Alter! Hey, mich willst du echt nicht wütend machen? Mach keinen Scheiß, Junge. Mach keinen Scheiß. Totschläger für dein Knie und Gesicht. Was ist wert? Wer ist jetzt der Anarchist? P9. Nice. Und direkt mal meinen Ruf verbessert. Okay, ich sollte die Waffe trotzdem erstmal wieder wegstecken. Okay, wir haben auch einige Punkte zu vergeben. Aber da warte ich erstmal, bis ich ein bisschen mehr zusammen habe und werde dann alle auf einmal ausgeben. Das ist cool. Habe ich da eine Kamera drin? Cash Run. Holy shit, du hast jeden Scheiß, aber keine Kamera. Warum auch nicht? Was ist das da vorne? Das Symbol sieht irgendwie aus wie was Explosives. Gefällt mir schon mal. Der Anfang gefällt mir. Hallöchen. Oh, du bist so ein armer Typ, Mann. Du hast echt den beschissensten Job in der ganzen Stadt. Kann das sein? Hey, nicht so nah, bitte. Entschuldigung. Ich will dich ja nicht bei der Arbeit stören. No, no, no. No le creas. Verkauft ihr irgendwie explosives Zeug, oder? No lo hagas. Oh je. Digitale Trips? Ich hab welche. Digitale Trips? Was zur Hölle sind digitale Trips? Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Du, mein Freund, wirst gleich einen digitalen Trip erleben. Psychedelischer als jede Droge. Du musst es probieren, um es zu glauben. Okay. Alone. Interessant. Oh, das wird dir gefallen. Ich habe eine neue Lieferung bekommen. Kämpfst du gegen deine inneren Dämonen? Versuch mal Alone. Unseren neuesten D-Trip. Der rüttelt dich durch. Supergeil. Okay, was ist Psychedelic? Du springst gern? Dann haben wir genau den richtigen Trip für dich. Psychedelische Blumen? Psychedelic springst du mit Flower. Auf jeden Fall, Mann.
Ich bin voll dabei. Holy shit. Wie es einfach mal digitale Drogen haben. Wie geil ist das denn? Versuchen Sie, die Mitte der Blüte zu treffen, um mehr Punkte zu erhalten. Wow. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich nicht... Das ist super. Das hat gut funktioniert. Oh shit. Okay. Was? Ich fühle mich wie zu Hause her. Oh shit. Maiden returns. Nein, er heißt Aiden, nicht Maiden. Was auch immer. Ich kenne nicht mal meinen Namen. Das ist gutes Zeug. Gutes Zeug. Das ist ja geil. Awesome. Okay. Oh, crap. Oh, aber nicht so einfach zu steuern. Gar nicht so einfach zu steuern. Aber extrem spaßig. Wow. Holy fuck, aber wenn man von weit oben fliegt, ist es extrem strange zu treffen. Oh, was? Wohin? Dahin? Okay, das funktioniert. Okay, das ist um einiges spaßiger als die Hauptmission wahrscheinlich. Oh yeah. Man hat irgendwie keinerlei Kontrolle und die komplette Kontrolle. Frühblüher, okay. Das war schön. Yay, neuer Rekord, weil es gibt noch keinen Rekord von mir. Nächster Kurs, aufwachen. Lass mal kurz den nächsten Kurs probieren. Wenn wir jetzt schon am Trippen sind, dann können wir auch kurz weitermachen. Das tut dann auch keinem mehr weh. Mal gespannt, ob es jetzt einfach den Schwierigkeitsgrad erhöht und ein anderer Bereich ist, oder... Okay. 10 minus 0. Holy fuck, digitale Drogen hauen voll rein! Die Laterne ist keine Blume. Das ist eine Lebensweisheit, die ihr euch aufschreiben solltet. Oh, ja, genauso wie du klingst, so fühle ich mich gerade. Warte. Oh, da nach oben. Holy shit. Bremst doch. Habe ich eigentlich irgendeine andere Möglichkeit, ihn zu kontrollieren, außer des Sticks? Glaube nicht so wirklich, nein. Okay. Zurück. Was zur Hölle war das? Also diese Ringe geben einem irgendwie auch noch einen Boost. Kann das sein? Was gibt einem den Boost? Ich weiß nicht. Ich krieg random irgendwie immer mal wieder einen Boost und fall voll auf die Schnauze. Weiß nicht warum. Jetzt aber komm schon. Nice. Oh shit, durch die Streben? Kein Problem. Wie ein Geschäftsführer eines Blumenladens. Oh shit. Echt jetzt? Konnte das nur passieren? Oh, nochmal komplett von Anfang. Verdammt, probieren wir das nochmal. Sehr gut. Anfang ist nicht so das Problem. Ja, am Feiern ist es halt so geil. Oh, Mist. Eine Sekunde zu früh nach vorne gedrückt und... Aber sowas von übers Ziel hinausgeschossen. Also wirklich lieber erstmal abbremsen und dann Schutzflug, wenn man es braucht. Nicht so. Es tut weh, am Sack. Das sollte man nicht machen. Okay, ein Versuch noch, wenn ich es jetzt nicht hinkriege, mindestens mal zum Checkpoint zu gehen. Gucken wir mal, ob wir von dem Trip aufwachen können. Du bist der Hammer, Mann. Muss ich mir merken. Und dann auch mal die anderen probieren. Ja, dann ist dabei. Upper, Downer, Blumen, Gummibärchen. Ich fliege!
das tust du, ist nicht mal, ja, das tust du wirklich, das ist nicht gelogen. Oh, Checkpoint. Das kann ich natürlich nicht einfach aufhören, das ist ganz klar. Ah, Mist. Schade. Oh, ich bin erst am ersten Checkpoint. Und so wie ich diese Anzeige da oben verstehe, gibt es zur Reihe wahrscheinlich. Oder was soll das darstellen? Das ist aber noch eine Combo-Anzeige. Oh, was? Da ist die weichste Blume aller Zeiten und du wählst das Haus daneben. Das ist nicht cool. Wir müssen über deine Prioritäten sprechen, Aiden. Ah, Mist. Ich hab's aber gerade auch nicht so mehr abschätzen von diesen Sprüngen. Weil es steuert sich schwieriger, als es aussieht wahrscheinlich. Yes, okay. Sehr gut. Darüber. Da lang und wo auch immer hin. Von mir aus, dann halt darüber. Oh, was? Ah, oh, Mist. Erstmal baden gegangen. Na, so eine Kacke. Komm schon, das müssen wir doch hinkriegen. Wir lassen uns doch nicht von Blumenstrauß besiegen. Verdammte Scheiße, Mann. Dieses eine Ding. Sehr schön, okay. Das ist wie die Blume, mit der ich am meisten Probleme habe gerade. Oh, und die hier. Die ist auch nicht so geil. Okay, lass mal schauen. Lass mal aufwachen, würde ich sagen. Passt schon. Psychedelic. Holy fuck. Da könnte ich drauf hängen bleiben. Ist extrem gefährlich. Müssen wir auf jeden Fall nochmal zurückkommen hier an die Stelle und die anderen irgendwann mal noch testen. Wow. Wenigstens haben wir noch Hosen dann. Alles fit? Gut. Wo genau sind wir eigentlich? Wir sind neben unserem Apartment aufgewacht. Wir waren doch irgendwo hier oder so. Wo waren wir eigentlich? Hier hinten waren wir, glaube ich. Ich habe voll den Überblick verloren. Holy shit, habe ich den Überblick verloren. Aber apropos das, was zur Hölle ist das Blaue da rechts? AR-Handyspiel? Welches Handyspiel? NVZN. Wie man spielt. Was geht denn hier? Töten Sie die Invasoren, bevor die Zeit abläuft. Beeilen Sie sich für mehr Punkte. Okay. Tutorial. Ja, was auch immer. Kann ich ein neues Spiel starten? Yeah, okay. Jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt. Was? Okay. Ah, wir sind mehrmals treffen, okay. Ist das irgendwie Chicago Invaders oder? Ah. Na gut. Warum auch nicht? Welle Nummer 2. Ab dafür. Wahrscheinlich kommen jetzt auch mehr Portals. Oder mehr Gegner aus den Portals. Wenn die Leute mich jetzt nur mit dieser komischen Plastikknarre hier rumturnen sehen, die müssen auch denken, ich bin ein Vollidiot. Ah, wobei. Was ist das denn hier? Oh. Oh, okay, Waffen-Upgrades. Das macht die Sache natürlich interessant. Gib mir das. Fusionskanone, da schwirrt noch irgendjemand rum. Da. Sehr schön. Okay, extrem cool. Gibt es vielleicht auch irgendwie ein Spreadshot oder so? Pumpgun-mäßiges Ding als Upgrade? Wäre gegen die Kleinen extrem hilfreich. Die Waffe wabert einfach nur über den Bildschirm.
Mit dem Ding kann ich ein bisschen besser treffen. Was, aber nur ein Quadrocopter? Irgendwie eine tote Katze rangespannt war oder so? So sah es aus. Kein Scheiß, schaut euch das an. Gab es da nicht diesen Holländer, der wirklich seine tote Katze an Quadrocopter gebastelt hat? Also den neuen Geschwindigkeitsrekord werde ich jetzt nicht aufstellen dieses Mal, aber... Was soll's? Hängst du im Klettergerüst rum? Komm da raus, Fetti Bum Bum. Komm mit mir, Bro. Hey, wie weit geht es jetzt? Geht es einfach immer weiter oder ist da irgendwann ein Ende? Mal schauen. Lass mal noch ein, zwei Wellen machen und gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen. Ob wir irgendwas Tolles dafür bekommen. Holy fuck. Mein Aim ist heute im Bett geblieben, glaube ich. Weil die haben auch ein extrem scheiß Pattern. Hier drauf. Okay, weißt du was? Werde groß. Macht mir die Sache um einiges leichter. Es gibt auch nur 50 Punkte mehr, merke ich gerade. Oh, Bonuswelle. Was? 12 Schuss? Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Jawohl, holy fuck, das sind viele. Ah, Mist. Was haben wir denn noch? Wir haben noch 2 Schuss und... Oh, holy shit. Das war der letzte. Sehr schön. Nochmal eine Bonuswelle. Nein, keine Bonuswelle. War das eine Bonuswelle? Ich hab keine Ahnung. Aliens töten. Mehr weiß ich nicht. Ah, komm schon. Du kleiner Pisser. Jetzt aber. Wow. Ist ja mal ein Aggro. Wäre ich auch, wenn ich an den Quadrocopter hängen würde, wenn ich ganz ehrlich bin. Schießt zwar schneller, aber ist nicht wirklich stärker, die Waffe. Shit. Im ersten Moment, das wäre ein Typ, aber... Aber doch nicht. Geht doch. Nice, okay. Ja, passt schon. Automatik-Experte und eine Fortschrittsbelohnung. Okay, nicht schlecht. Das ist cool. Höhere Genauigkeit beim Einsatz aller Automatikwaffen. Hat das Spielen doch Sinn gemacht. Sehr cool. Okay, also es gibt extrem viel zu entdecken, wie es aussieht. Neue Fähigkeiten haben wir auch noch. Fancy. Ich meine, wir haben 5 Skillpunkte, das heißt ja. Wir können uns neue Fähigkeiten freischalten. Warum eigentlich auch nicht? 5 ist, glaube ich, okay. Wahrscheinlich sind Waffenwechsel hier verringert den Rückschuss auf jeden Fall. Eine neue Welt, da müssen wir erstmal eine Mission anfangen wahrscheinlich. Fokus R3 drücken, um Fokus zu aktivieren. Ja, damit. Warum auch nicht? Ich sehe gern awesome in Zeitlupe aus. Also sollte eigentlich jedem so gehen. Hat? Nochmal was? Ich bin verwirrt. So viele Sachen auf dem Bildschirm, die ich noch nicht verstehe.
Okay, also wie ihr schon seht, es gibt extrem viel zu entdecken in dem Spiel und wir haben jetzt eigentlich komplett vergessen, die Hauptkampagne weiterzumachen, aber was soll's, war auch so ganz spaßig. Wir sollten auf jeden Fall Ausschau halten nach weiteren Sachen, die wir machen können neben den Hauptmissionen. Die werde ich dann immer mal wieder zwischendurch reinwerfen, um einfach ein bisschen Abwechslung reinzubringen und ja, dann würde ich sagen, gehen wir lieber wieder nach Hause und fangen beim nächsten Mal mit der Kampagne an, weil es regnet und das ist voll scheiße. Was? Ja, kein Scheiß. Er mag das Wetter auch nicht scheinbar. Oh Gott, er kommt zurück. Ich sollte nach Hause gehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein.